Er war einer der beliebtesten Wettermoderatoren im deutschen Fernsehen, Jörg Kachelmann. Vor allem wegen seiner lockeren Art der Präsentation. Im März 2010 vergeht ihm aber das Lachen. Er wird festgenommen. Seine Ex-Geliebte behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein. 43 Tage lang wurde darüber am Landgericht Mannheim verhandelt. Vor 5 Jahren fiel das Urteil. Wir schauen zurück auf diesen wirklich spektakulären Fall. Für ihn ist es der Tag der Entscheidung. Jörg Kachelmann kurz vor der Urteilsverkündung. Droht ihm nach den Vorwürfen seiner Ex-Geliebten eine Haftstrafe? 9 Monate hat das Landgericht Mannheim verhandelt, Aussage stand gegen Aussage. Der Vorwurf, besonders schwere Vergewaltigung. Doch schließlich entscheidet das Gericht auf Freispruch. 5 Jahre ist es jetzt her, dass dieses umstrittene Strafverfahren beendet wurde. Wetterexperte Jörg Kachelmann, der Freigesprochene, erinnert sich Jahre später im Winter an den Tag der Urteilsverkündung. Das war auch ein anstrengender Tag. Ich war aber zuversichtlich, dass zumindest formal das richtige Urteil kommen würde. Das kam ja dann auch. In Deutschland ist es leider auch eine Spezialität, dass Richter dann ihrem Frust darüber, dass man jetzt einen freisprechen muss, weil es schlicht nichts gab, womit man mich nicht hätte freisprechen können, dann in einer grotesken Urteilsbegründung noch Ausdruck geben. Die Urteilsbegründung durch den Vorsitzenden Richter Michael Seidling, sie ist auch dem Gerichtsreporter des ZDF Joachim Pohl in Erinnerung geblieben. Er hat das Verfahren an vielen Prozesstagen begleitet. Also das Gericht hat ja im Grunde das Publikum mit 2 Wahrheiten zurückgelassen. Zum einen hat es gesagt, ja, wir können eben nicht sagen, dass Kachelmann sich einer Vergewaltigung schuldig gemacht hat. Wir können aber auch nicht feststellen, dass hier seine frühere Geliebte, die ihn ja angezeigt hatte, dass die hier vor Gericht bewusst gelogen hat. Also das Problem war, es gab zwar ein Urteil und das war sicher dann auch im Ergebnis korrekt juristisch, aber ob das nun wirklich der Wahrheit entsprochen hat und was passiert ist, das konnte das Gericht eigentlich im Endeffekt nicht aufklären. Auch die vielen Zuschauer, die die Urteilsverkündung am Landgericht Mannheim miterlebten, haben sich ihre Meinung gebildet. Wir haben jetzt einen Schluck Sekt getrunken auf den Freispruch für Herrn Kachelmann. In dubio pro reo ist für mich in Ordnung. Es gab keine eindeutigen Beweise und dann musste das Urteil fallen. Also ich fand die Entscheidung vom Gericht auf jeden Fall richtig. Und auch vor allem den Schlusssatz vom Richter, dass man eben berücksichtigen muss, dass es sowohl so sein kann als auch so und dass man jetzt respektvoll mit beiden umgehen muss. Der Fall Kachelmann, er beginnt mit einer Anzeige der Ex-Geliebten Claudia D. und der Festnahme von Jörg Kachelmann im März 2010. Er kommt in Untersuchungshaft. Bei seinem Haftprüfungstermin beteuert er: Ich bin unschuldig, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke. Okay. Nein, es ist gar nichts dran. Okay. Doch das Gericht sieht dringenden Tatverdacht, obwohl Aussage gegen Aussage steht. Obwohl ein Gutachten über das angebliche Opfer Claudia D. noch nicht abgeschlossen ist. Mehr als 4 Monate muss Kachelmann im Knast sitzen. Währenddessen wird sein Image öffentlich demontiert. Der nette Wetterfrosch wird in vielen Medien zum Liebeslügner mit Doppelleben. Unbekannte Frauen melden sich zu Wort, die über angeblich intime Verhältnisse und Liebesdetails plaudern. Und bekannte Frauen melden sich zu Wort, die in Kachelmann einen Täter sehen, wenigstens moralisch. Der Fernsehmann, bis dahin als harmloser Überbringer von Hochs und Tiefs bekannt, erlebt sein persönliches Tief. Einer breiten Öffentlichkeit gilt er als schamloser Sexfiesling. Es ist beschämend, es ist eine Katastrophe. Es ist auch drum beschämend, weil das meiste gar nicht gestimmt hat. Es ist leider so viel frei erfundener Blödsinn über mich geschrieben worden. Das Schlimme ist, dass einen das natürlich immer noch verfolgt, weil es natürlich so riesengroß damals geschrieben wurde. Und all das, dass das verboten wurde am Ende, dass das nicht mehr geschrieben werden darf, weil es schlicht nicht wahr war. Davon liest man natürlich relativ wenig und das ist auch das Anstrengende daran. Er entkommt der Öffentlichkeit nicht. Die Medien begleiten seinen Weg auch aus der U-Haft. Der Mann mit den angeblich 2 Gesichtern bleibt gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Das Strafverfahren, es beginnt im September 2010, dauert ungewöhnlich lange. Dabei gibt es nur eine Augenzeugin, das angebliche Opfer Claudia D. Ungewöhnlich auch, dass sie nicht am Anfang erst vernommen wird, sondern zunächst verschiedene Geliebte Kachelmanns.
Jeder Strafverteidiger, jeder Strafrichter, jeder Staatsanwalt, mit dem ich über dieses Verfahren gesprochen habe, hat mir bestätigt, dass ein solches Vorgehen absolut ungewöhnlich ist. Man hört immer zuerst die Belastungszeugin, die angeblich dabei war, als die angebliche Vergewaltigung passiert ist. Und dann hört man andere Zeugen. Dass es hier andersrum gemacht wurde, entgegen der absolut normalen Übung in Strafprozessen, spricht dafür, dass die Kammer hier einen Schauprozess führen wollte. Und das ist auch von anderen kundigen Beobachtern genau so gesehen worden. Am Ende bewirken die vielen Medienberichte und pikanten Details nichts. Es bleiben begründete Zweifel an Kachelmanns Schuld, die das Gericht zu seinen Gunsten auslegt. Der Freispruch, die logische Folge. Als es dann losging, ich weiß noch, es war 9.05 Uhr, da stand das Gericht auf und verkündete sein Urteil. Und das lautete ja zunächst mal in den Sätzen: Freispruch für den Angeklagten. Und es ging ein Jubelsturm los im Gericht, aber auch unheimliche Buhrufe. Also die zwei Lager, die es schon die ganze Zeit auch begleitend zu diesem Prozess gab, die entluden sich in diesem Moment, war wahrscheinlich auch nötig nach diesem ganzen Vorlauf. Jörg Kachelmann ist zwar ein freier Mann, doch sein Leben bleibt auch bestimmt vom Verarbeiten des Prozesses. Vor 4 Jahren veröffentlichte er ein Buch über seine Erfahrungen mit der Justiz. Co-Autorin ist seine Frau Miriam, die er schon während des Prozesses geheiratet hatte. Aktuell klagt er gegen den Axel Springer Verlag und hat ein Ziel vor Augen. Genugtuung für all dieses widerwärtige, schwachsinnige, frei erfundene, vorverurteilende, nachverurteilende, was damals geschrieben wurde und was mich unter anderem meinen Job gekostet hat. Vom Landgericht bekam er eine hohe Schmerzensgeldsumme zugesprochen. Jetzt ist der Fall vor der nächsthöheren Instanz. Und da führt er jetzt einen Feldzug gegen die Medien, weil er weiß, als Medienprofi, da ist was zu holen. Da schlummert einiges an Geld. Und es ist ja so, dass er jetzt gerade vor dem Landgericht Köln, die Sache ist jetzt in zweiter Instanz beim OLG anhängig, dass er da quasi ein Rekordschmerzensgeld zu erwarten hat. Die ursprüngliche Summe des Landgerichts von 635.000 € wird vielleicht ein bisschen weniger ausfallen, aber so um die 400.000 € mag sich das einpendeln. Das ist sicher dann schon mal für ihn ein Trostpflaster. Und Kachelmann klagt gegen seine Ex-Geliebte Claudia die auf Zahlung von Gutachterkosten. Hier stehen seine Chancen gut, denn das Gericht zog in diesem Zivilverfahren einen Sachverständigen hinzu. Für die Richter scheint nach der Aussage des Rechtsmediziners festzustehen, dass die Verletzungen, die Kachelmann Claudia D. angeblich in der Tatnacht zugefügt haben soll, er selbst beigebracht seien. Kachelmanns damaliger Verteidiger zeigt sich dazu hochzufrieden. Da freut man sich natürlich, wenn man sowas noch erleben darf als Verteidiger, früherer Verteidiger des Freigesprochenen. Der damalige Freispruch im Kachelmann-Prozess. Er wirkt auch 5 Jahre danach noch nach.